Ja, wir haben es letztes Jahr auch schon mal zumindest in die Verlängerung gedreht. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass wir auch im Hinspiel sehr, sehr große Chancen hatten. Obwohl wir da nicht an unserem Top-Niveau gespielt haben. Und ich glaube, wenn wir morgen eine Top-Leistung abrufen, dass wir dann wieder unsere Chancen bekommen werden und die müssen wir dann nutzen. Ja, in erster Linie haben wir noch die Analyse heute am Abend in Madrid und da werden wir schon uns richtig drauf einstellen. Natürlich müssen wir mutig sein, aber natürlich auch nicht verrückt machen lassen von dem ganzen Drumherum. Sie haben ja das Spiel bestimmt gesehen, oder? Also wie viele Chancen wir uns da rausgespielt haben gegen eine Mannschaft, die jetzt wirklich in den letzten Jahren das im europäischen Fußball auch dominiert hat. Ja, das stimmt mich positiv und deswegen glaube ich, dass wir dann eine riesige Chance trotzdem haben.